Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feuerball. Von Wizard. Und heute sind wir alle von Team PeteSpeed dabei. Ich sitze ganz unten rechts, dann unter mir quasi Peter, dann Christian, dann Sepp und dann Brammen. Und wir haben schon vorher ausgelost, wer anfangen darf, und zwar Peter. Oder anfangen muss. Ausgelost, weißt du. Peter hat gesagt, du willst das machen. Du hast selber gesagt, du fängst ja, an. Ja, ich würde das auch machen, dann, weil dann ist passt das schlecht, dann passt meine anfängt? Farbe nämlich. Wir erklären nochmal ganz kurz, also ganz blöd die Regeln. Es geht darum, vorher anzusagen, wie viele Stiche man bekommt. Jede Runde gibt es mehr Karten und es darf sich nie auskommen. Es ist jetzt so ein bisschen Learning by Doing und versuchen währenddessen zu erklären. Ich muss jetzt mit meiner Karte, Moment, Trumpf ist noch relevant? Genau, man sieht immer erst seine Karten und man sieht auch immer erst den Trumpf, bevor man ansagt. Genau, richtig. Wir haben einige bei uns, die das Spiel noch nie gespielt haben. Wobei, Christian hat es einmal gespielt, aber vor 100 Jahren. Also ich habe es noch nie gespielt. Intern versucht zu klären, dass wir auch keine Fehler machen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass ich die mit meiner Karte den Trumpf bekomme. Oh, ist denn die, Peter! Christian, Trumpf, müsst jetzt die Trumpf, sagen. Warte mal, Peter fängt an, das heißt, er legt die erste Karte und würde die Farbe vorgeben. Die Farbe, die da liegt von dem Trumpf, würde das aber überdecken, wenn es nicht rot ist. Genau. Genau. Und wenn ich die also Farbe rot habe, ist die der Trumpf. Der rot ist gerade Trumpf. Du musst, ja eh, du musst ja eh legen, die Karte, die du hast. Ne? Selbst wenn ich jetzt blau lege und blau gebe, glaube ich. Und wenn ich jetzt grün lege. Christian auch. Hast du gesagt, du Christian? Ja, sehr. Oh, das wird schon mal spannend. Ich nehme den mal nicht. Okay. Ich auch nicht. Also. Ja, ich darf sagen, was ich will. Das ist die Frage, habt ihr einen Zauberer oder nicht? Ich hoffe einfach mal nicht. Deswegen sage ich, ich krieg ihn. Day hat einen Zauberer. What the fuck, Alter? Okay, Day hat einen Zauberer. Zwei direkt am Anfang. Zwei nicht normal, ne? Eine rote 8. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig gut. Ich dachte, okay, ich dachte, du hast eine niedrigere rote Karte. Ich habe leider nur eine 5. Okay, bisher kriege ich den Trumpf noch, weil ich die höchste Karte habe. Ich habe eine rote 4. Kriege ihn immer noch. Rote 3. Ich kriege ihn immer noch. Alles nur rote gemischt. Karten, what the und fuck, wer ey. Trumpft über alles? Die rote 13. Hallo, ja, nice. Das ist jetzt natürlich richtig scheiße. Ich habe vorher extra noch mal ein paar Mal auf Shuffle geklickt, nur damit das jetzt hier nicht direkt so verwirrt ist. So, die Punktevergabe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist jetzt, wenn man richtig gelegt liegt, dann kriegt man 20 Punkte plus Punkte für 10 Punkte für jeden Stich, den man richtig hat, das heißt, Jay kriegt schon mal wunderschöne 30 Punkte. Oh ja, das sieht lecker aus. Das der hatte nämlich das richtig aus. Und hat den Stich gekriegt. Bram und Sepp hatten es richtig, haben aber keinen Stich bekommen, kriegen deswegen 20 Punkte einfach nur fürs richtig haben. Und Christian okay, und ich hatten weder einen Stich, noch hatten sie recht. Das heißt, wir kriegen Minuspunkte für jeden Stich, den wir von unserer Ansage weglagen. Das heißt, wir kriegen beide minus das ist ja noch läppisch. Peter, du hast so eine schöne Schrift, Jay, muss ich sagen. Du warst letztes Mal nicht dabei, ja? Du musst genau aufpassen, dass Peter alles richtig macht. Der Ich bin sowieso die Person, Peter ist ein guter. Ich hab gefilmt. Peter, du hast, wer hat denn gerade jetzt hier verteilt? Peter, oder? Dann heißt ich verteile jetzt. Nee, genau. Ja, alle Karten kommen jetzt wieder da drauf, es wird wieder gemischt und neu verteilt. Jetzt allerdings, wir sind in der zweiten Runde und jeder kriegt zwei Karten. Okay, also Deal und da muss ich keine Farbe anklicken. Ne? Einfach zweimal auf Deal klicken. Genau. Nee, das war jetzt nicht richtig. So warum nicht? Weil zwei jetzt viele haben Karten verteilt wurden. Oh, guck mal, wurden. Da hinten sind auch. Lol, jeder hat bekommen. Ja, entweder scheißen wir jetzt auf die, die noch drüber rumlegen, oder wir machen nur. Oh, das ist schon mal nicht gut. Ja, wenn wir die sehen. Ja, wir sehen ja, wenn wir die sehen, müssen ich glaube, wir sollten jetzt neu machen. Wir neu machen. Ja. Mann, wir haben voll die safe Points gewesen. Deswegen wolltest du doch schon. Weißt du doch gar nicht. Ja, doch, ich hatte eine Niederrunde 5. Krieg ich weg. Hoppla. Hey. Ich wollte nur mal gucken, ob ihr da aufpasst. Was musst du denn dann? Ich check das mal gerade ganz kurz, bevor ich zwei Karten fehlen. Gibt's da einen Shortcut, den man drücken kann? Im Endeffekt noch mal ganz kurz schaffeln. Und du musst einfach normalerweise, was ich gerade gemacht habe, ist einfach auf Deal klicken. Ah. Okay, ich hab auf Deal, einfach. Dann ist das Fenster aufgegangen und ich habe in die Mitte geklickt. Und ich dachte, Deal to all heißt, der dealt dann an alle Spieler. Ja, du musst einfach auf Deal klicken, dann dealt er an die Spieler. Ja, der aber dealt gut. Dann wirklich an alle. Okay, Christian muss jetzt zuerst sagen, wie viele er bekommst, nachdem er die Trumpfkarte geöffnet hat. Es ist die blaue 13. Blau.
Also blau. Also ich würde sagen, hier, ich krieg keinen. Ja, Christian, das sagt keinen. Mal ganz easy keinen. Ich sag mal einen. Einen? Ich krieg auch einen. Am kriegt einen. Oh oh. Das sind richtige Arschlochkarten. Ich will meinen alten wieder. Vorne ist Risiko. Risiko, Schmisiko. Ich sag fucking null. Null. Das heißt, ich darf jetzt nicht null sagen, weil sonst wird es sich auskommen. Das heißt, ich sag auch einen. Dann hast du das zwei, Herr Schad. Das stimmt, jetzt noch zwei sagen. Das wäre jetzt richtig krass gewesen. Einer ist so, Christian, jetzt musst du die erste Karte. Ja, ich weiß. Du willst kein Ding ins Bekommen. Ja, gut. Mach keinen Scheiß. Nur also, 5. Nochmal kurz dazu: jeder, der rot hat, muss auch rot legen. Ne? Oder ein Zauberer oder eine Niete. Genau. Außer ein Zauberer, wa? Special-Sachen. What? Genau, außer ein Zauberer. Darf ich trotzdem legen? Ja, ja. Den Moment, ja, den kriegt Bram jetzt aber auf jeden Fall dann, ne? Ja. Das ist meiner, wa? Der erste Zauberer, der gelegt wurde, bekommt. Also auf der jeden Fall. Peter hat der jetzt hoffentlich auch keinen Rot. Ich habe keinen Rot, sonst hätte ich natürlich Rot. Peter, meine 13. Nicht Peter. Oh, Peter, ein Zauberer. Sehr schön. I like it. Wieso haben sie alle einen Zauberer? Ich habe zwar grün, aber das ist nur eine 5. Und ja, Bums. Im Endeffekt wurde, glaube ich, nur Sebastian gefickt. Ja, das reicht ja. Im Endeffekt, also die beiden Stiche, die es gab, gingen an Bram und an mich. Damit fange ich dann doch direkt mal an, denn wir bekommen beide 30 Punkte. Das heißt, ich bin schon auf wahnsinnigen 20 jetzt insgesamt und Bram ist bei wahnsinnigen 50. Nice. So, Jay hatte recht, hat aber keinen Stich bekommen, bekommt 20 Punkte, ist also auch bei 50. Ja, das war eine schöne 5. Ja, habe ich richtig. Die war echt cool, war erst so unten den Bauch gemalt. Ja, ja, war schon Christian nice. Hatte recht, hat aber keinen Stich bekommen, ist jetzt also bei insgesamt 10 Punkte, weil 20 dazu kamen. Sebastian hatte leider nicht recht, hat keinen Stich bekommen, ist ein Stich weit weg von seiner Vorhersage, bekommt deswegen minus. Oh, ist direkt noch minus 10 Punkte. Okay. Dankeschön, Peter. Da musst du ja genau drauf achten. Bei manchen Leuten rechnen wir immer von 0 aus. So. Sorry dafür, Sebastian. Ja, Peter, ja, weißt du, ich hab dich vorhin noch verteidigt. Warte mal ab, bis, also ich glaube, wenn Sepp hier verteilt oder die Punkte machen würde, dann sehen wir das noch ganz anders aus. So, wie gesagt, ihr müsst einfach rechtsklick Deal drücken. Ich drück mal Deal, immer dran, ne? Eins, jetzt kriegen wir drei Karten. Ne? Drei. Mhm. Und eine Trumpfkarte. Trumpf ist rot. Rote 1. Dann darf Bram jetzt als erster sagen, wie viele er denn wohl bekommt. Ich hätte gern 0. Okay, Jay. Warte mal. Ich darf geil ist, dass ich auch überhaupt noch nicht abschätzen kann, welche Karten wie gut sind. Sepp muss der Erste sein, der was sagt. Ich wollte auch gerade sagen, ich fange doch gleich an, oder? Ja, stimmt. Christian hat auch gerade zuerst sagen dürfen. Ja, und du hast auch zuerst gesagt. Derjenige, der verteilt, muss als Erster sagen. Okay. Dann kann Bram sich ja gleich nochmal umentscheiden. Ich krieg 0. Krieg 0. Bram, bist du dir ganz sicher? Ich bekomme 1. Jetzt fickt ihr mich aber hart mit euren Aussagen, muss ich sagen. Dann sag ich, ich krieg auch. Kannst du aussuchen? 1. 2 kommt. Das ist jetzt blöd. Also ich darf jetzt 2, 0 oder 3 sagen. Mhm. Ja, das ist doch scheiße. Ja, die Situation ist immer, wenn man als Letzter sagt. Das war echt kacke. Häufig weil ich hätte jetzt auch einen gesagt. Ja. Weil ich kann aber noch nicht so abschätzen, wie gut die Karten da so sind. Ich glaube, es ist immer einfacher, ja, auf 0 zu spielen, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich will ja da jetzt immer auch nicht so reinreden. Wenig wie möglich bekommen, mach mal lieber 2. Moment, was durfte ich sagen? 0, 2 oder was? Und 3. Ja, okay, 3 ist ja relativ unwahrscheinlich. Wollt ihr nur deine Möglichkeit? Weil, naja, ich meine, die anderen spielen ja auch auf 0. Das Blöde ist halt nur, dass Jay und Peter auf 1 spielen. Ich sag mal 0. Oh, okay. Das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Wir haben also einen weniger. Die Leute wollen die Stiche nicht haben im Zweifel. Nein, Sebastian, nein, nein. Darf dann aber als erstes schlägen. Ich finde, wir fangen mal direkt an mit Rot. Alter. Ihr habt ja auch ein bisschen Rot, Jungs. Bist du behindert, Mann? Ach so. Ja. Hauen wir mal direkt raus. Rot ist auch gleichzeitig Trumpf, oder? Ja, der genau. Fickt uns die Trümpfe raus, der Blöde. Ich hau euch jetzt richtig in die Pfanne. Ja, Moment, aber weil ich keinen man muss bedienen, wenn man kann, wa? Man muss wenn du rot hast, musst du rot. Wenn du rot hast, musst du rot legen. Da musst du Jay jetzt schon mal rot legen. Peter hat einen so, da ich keinen Stich haben will, lege ich doch jetzt. Ich hab
wenn ich rot nicht habe, lege ich doch die andere Karte, die hoch ist, richtig krass ist. Ist. Ja, das ist ja, genau. Ja, genau. Ja, nice. Ja, das ist doch geil. Das ist genau den, den ich haben wollte. Wirklich? Ja. Mit einer Tropfe, die ich jetzt nicht kriege. Ja, ja, dann viel Spaß, Jay. Dann viel Spaß, Jay. Also ich habe eine blaue 3. Ich muss leider bedienen. Ja, genau, man muss halt bedienen, ne? Das ist echt richtig scheiße jetzt. Ich bin komplett gefickt. Oder? Wobei, mal gucken, was deine letzte. Oh ja, bitte schön, ihr Wichser. Gönnst du dir direkt alle drei, ja? Bitteschön, Jay. Bitteschön. Ja, das ist klar, gönn ich mir mal richtig drei. Guck mal, alle in den Scheiße geritten, ey. Und dann ich zwei gesagt habe. Dankeschön. -20 Fuck. Okay, wer hatte denn recht? Christian, Sebastian und Bram hatten recht, richtig? Ja, alle außer Jay. Und nee, ich hatte leider auch Unrecht. Peter, alles Peter hat ja einen. Aber Peter, ey, du bist so ein Suckboy. Ja. Ein richtiger Suckboy. Peter, hättest du auch ein bisschen anstrengen können, oder? Ein Fuckboy. Ja, damit ist Bram jetzt bei wunderschönen 70 Punkten sogar schon. Jay ist 2 daneben, ist jetzt also wieder bei 30 runter. Hi, ich bin 1 daneben, bin jetzt wieder auf 10 und damit last. Geil, damit bin ich 2 da, alles erreicht. Okay, damit darf ich dann, ja? Mhm. Ja. Richtig hab? Okay. So eine Scheiße. Ey, was ist da los? Das ist echt ein schönes Kartenspiel. Markier die einfach gut hier, die. Also ich würde mich jetzt in so einer Kneipe sehen. Hinten. Nein, da fehlt noch eine. Ram. Die fehlt da noch? Die, ah, die der Trumpfkarte. Sorry. Aber nicht so gut gesehen. So. 1, 2, 3, 4. Oh. Jawohl. Trumpf ist. Ich darf jetzt anfangen, wa? Trumpf ist. Trumpf ist. N war Niete, ne? Grün ist Trumpf. N ist Grün Niete, ist Trumpf. Okay. Bram darf anfangen. Wie viel kriegst du? Ja, ich sag 0. Das ist klar. Jay. Das ist doch schon wieder alles Scheiße und Rick, Mann. Komm, nimm 3. Hast du gerade auch gekriegt. Nope. Ich sage. 1. Ein. Peter sagt 0. Das sind noch 2. Okay, Sepp, du darfst jetzt nicht einsagen. Das ist schlecht. Ich sag 2. Wie viel? 2? 2. 2 wie 2? 2. Was ist denn? Was denn? Ja, ich hab kommt 2 nur Ei an, du Ei. Ja, ich hab 2 verstanden. Ei. So eine Mischung aus 3 und 2. Oh. Okay, das ist natürlich interessant. Damit liegen wir das erste Mal einen drüber, wa? Ja. Ja. Tatsächlich reißen sich jetzt die Leute um die Stiche. Ja, und ich fange an, wa? Ja, ja, mach mal. Das ist gut für dich, Bram, weil du hast auf 0 gesetzt. Die Leute reißen sich drum. Den kriegst du schon mal, da sehe ich dich. Einmal unterschieben für Bram für das den Problem ersten Platz. Einfach ficken. Moment, er hat rot gelegt, wir müssen rot legen, gut. Wenn wir rot haben. Genau. Leg ich doch erstmal blau. Komm, unterschieben. Nicht gut, Bram. Unterschieben. Ach Gott, nee, da holt sich der Christian seinen ersten, ja, glaube ich. Reicht ja eine grüne 1, oder hätte er gereicht, oder? Unterschied. Nee, grün also, Moment, hast du nicht legen, wenn du rot hast. Ja, ja, aber wenn ihr jetzt nicht rot gehabt hättest und hättest eine grüne 1 gelegt, hättest du den Stich bekommen, ne? Das ist richtig. Ja. Okay. Das ist schon mal schlecht erstmal. Der erste Stich geht an Christian. Christian muss jetzt legen, die erste Karte. Da fehlt ja noch Jabel auch noch, ne? Jay will noch einen, Christian. Chris will noch einen und du willst noch 2. Den werde ich mir auch. Sepp, ich fick dich. Du hast mich gerade. Ja, fick eine rote Sieche. Oh nein, ich bin so weggebumst, ey. Boah, ich bin so. Das sieht doch nach ich Jay bin so aus. Raus, ey. Ja, das rote ist 1. Lecker hier. Das ist so lecker 3. Hier. Eine blaue 6. Eine gelbe 7. Das darf man nicht unterschätzen. Christians. Christian, du hast deinen zweiten Stich bekommen. Yay. Glückwunsch! Scheiße! Okay, wer wird jetzt alles mit in die Scheiße geritten? Ey Leute, ihr müsst doch auch mal einen Stich holen, Leute! Ja, ich will doch 0 haben! Dann legt doch ja, aber ich kann doch nicht die Karten, die ich hier habe! Gelbe 9! Okay, gelbe 9. Yes, guck gelbe mal, da 13. Ist die 6. Ja, da seh ich mich doch. 6. Da ist der Enner. Da ist die 1. Die ja, 13 hat ihn. Strict, ey, ich bin schon wieder gefickt, Mann! Das ist gut, dass okay, und jetzt holen wir Trumpf. Ach, fick mich, Sepp, ey! Und boom! Sepp und Jay wollen den haben. Der geht ja, wahrscheinlich. Nein, oh, nee, ey. Ich bin Jonas. Ja, ich hätte halt, was machst ich hätte, du denn? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der fucking roten 7 den Stich krieg. Ich bin Sepp, ich fühle mich schon voll sicher. Oh, und Peter. Oh, als einziger.
Kollege recht gehabt. Das heißt, Bram hat mal einen wunderschönen 90 da jetzt stehen. Lecker hier, ja. Ja, der Bram, der rennt uns weg. Christian hat einen zu viel, korrekt? Ja. Das heißt, Christian ist jetzt bei 20. Sebastian hat einen zu wenig. Ja. Ja, wir sind alle bei 20. Sebastian hatte einen Stich. Alle einen daneben. Ja, okay, also einen. Das heißt auch bei 20. Jay auch bei 20. Also im Endeffekt. So, bin ich nicht mehr letzter, würde ich mal sagen. Und Bram im Endeffekt hat nur Peter davon profitiert. Aber jetzt kommt ja auch erst die Ficker-Runde. Ach so, das ist eine 90. Ja, okay. Ja, das ist eine 90, das ist korrekt. Ach du Scheiße, mach doch nicht. Oh Gott. Blau! Ja, komm! Grün, oder? Ihr seid grün. Achso, grün, stimmt. Das ist grün. Ja, nee, ich bin farbenblind. Okay. Ja, ich bin jetzt immer gefickt worden, ich sag 0. Okay, Jay sagt 0. Peter sagt. Scheiße, was sagt Peter denn? Wer fängt an? Jay fängt an, ne? Ne. Ja, doch. Doch, Bram hat doch gerade. Jay fängt an. Okay, was sag ich denn jetzt, so eine Scheiße? Backofen, komm, ich sag Peter. Ein. Ja, geil, das kannst du bei mir aufschreiben. Ein. Sepp. Fehlen noch 4. Ne, 3. 3 fehlen ich noch. Ich sag 2. Oh, Bram. Nicht gut. Darfst nicht ein sagen, Bram. Ja, ich weiß. Ich nehm 2. Oh, okay. Das ist schön. Drüber. Das ist doch ein angenehmes Spiel. Und wird hart genommen. Heißt, Jay kann heißt, machen. Jay muss jetzt einen Stich jetzt kriegen, ne? Ja, ja. Ja, ich hab eh 20 Punkte. Mir ist das scheißegal, wenn ihr mich in die Scheiße reiten wollt. Eigentlich müssten wir Bram auspowern. Ja, aber wir haben 3 Leute mit 20 Punkten, Jay. Also so irrelevant ist das jetzt doch nicht. War das so gelb? Darf man Trumpf jederzeit auch legen? Nein. Nein, du musst bedienen. Nee, man muss bedienen, erst bedienen. Okay. Gelbe 8. Trumpf als Zauberer darfst du nehmen. Ja, Jay, guck mal, das ja, wird klar. Deiner. Jay, das wird deiner. Nee, das wird meiner. Meistens so der Fall, ne? Ja, wird wirklich Sebastians. Ja, Bums. Das ist aber schlecht, wenn der anfängt und ich letzter bin. How do we make that jetzt? Ich poker ein bisschen. Kann man eigentlich auch mit einer Niete oder einem Zauberer anfangen zu legen? Ja. Und war das bei einer Niete dann die Farbe? Die Niete? Nö, gar nichts. Der dann als nächstes was legt, hat dann halt den dann? Stich. Ah, okay. Also der hat bestimmt gar nichts dann. Die Frage ist, ob du den jetzt willst oder nicht, okay. Sebastian Lenz. Ich poker. Deshalb? No chance. Nee. No chance, Bram. Ja, schade. Muss ich meine 13 wohl loswerden. Oh. Die will der Peter. Oh, Peter will. Aber vielleicht kriegt sie auch Christian. Nee, Christian kriegt den nicht. Christian überlegt sich gerade, welche Karte Christian ablegt. Also Peter kriegt den Stich. Peter. Welche nehme ich denn? Die oder nicht die? Peter. Ich glaube, ich nehme die. Okay, das heißt, Christian hat keine Trumpfkarten mehr. Nope. Genauso wie Jay. Genauso wie Jay. Keiner hat mehr grün. Jay außer vielleicht noch Sepp gesagt. Und Bram. Jupp. Da ist doch alles Käse. Jetzt hat Peter. Oh. Jetzt fängt Peter an, wa? Aha. Ja, leg mal grün, Peter. Trumpf ist, Ja, super, Peter. Peter, du wolltest 2, ne? Nee. Sehe ich richtig, kannst oder? Du da alles nachgucken? Peter, ja, dann nimm den mal. Komm, aber Bram hat noch eine höhere. Ja, der Bram hat eine höhere, weiß ich doch. Warte mal, vielleicht will ich ja, ich bin davon ausgegangen, dass du die 13 jetzt nicht schlägst, wenn du keinen haben willst. Kommt doch. Sorry. Du sagst nicht 0, wenn du einen Zauberer hast. Dann krabbelt er sich den schon ab. Bevor ich gelegt so. Habe. Ich will ja alle in Chaos stürzen. Sepp, mein Schatz. Ja, Bram, mein Schatz. Jetzt musst du. Ich hab gepokert. Hart gepokert. Ja, da muss ich leider bedienen. Mensch. Gelbe 12, gelbe 1, rote 4, wenn er gelbe, der gelbe muss bedienen oder sowas legen, das ist eine schöne N. Bisher okay, kriegt Bram, was mache ich potenziell jetzt? Seinen zweiten außer. Ich stelle fest, Sepp ich kann dann überhaupt nicht einschätzen, welche Farben hier so immer gelegt werden. Na, Bram, nimm mal. Ja, das ist Bram. Egal was du so, hättest, ich mir den. Jetzt Christian, du willst doch keinen mehr. Du hättest alles andere legen können, außer die Niete. Ja, aber ich will ja einen. Das was Problem noch? Ist. Ach, oh, stimmt, du hast noch keinen. Okay, sorry. Das Problem ist, ja ich will einen und hab noch keinen. Ja, Niete. Und den werde ich auch nicht kriegen. Und das ist scheiße. Bram, das ist scheiße. Ja. Kein Quatsch machen. Schön, dass du rot gelegt hast. Finde ich gut.
Gerne. Schön. Ich wusste ja doch, dass das alles funktioniert. Okay, alle hatten recht, bis auf Christian, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, Bram kriegt wunderschöne 40 Punkte sogar und ist jetzt schon bei 130. Läuft bei ihm, ey. Sebastian kriegt ebenfalls 40 Punkte und ist bei ist jetzt bei 60. Wie viele Runden spielen wir da? Jay kriegt 20 Punkte und ist bei 40. Peter kriegt 20 Punkte und ist bei 50. Ja, sorry, hier hast du eine 6. Und Chris kriegt minus 10 und ist bei 10. Ja. Peter überholt, das ist gut. So, Jay, hast du gerade verteilt? Wie viele Runden spielen wir denn noch? Also wie Peter, war das hier ist falsch. Ende? Bis 12. Du bist 60. Ah, stimmt, ich kriege jetzt 10 mehr. Nice. Da muss er echt, da muss er ja echt drauf achten, ey. Der Peter sich selber bescheißt, aber. Peter kann ja wohl selber auf sich aufpassen. Nee, da muss alles seine Richtigkeit hier haben. Peter, du darfst austeilen. Peter muss jetzt, ne? Ich muss austeilen? Okay, 6 Stück. In der letzten Runde, Christian, gibt es übrigens gar keinen Trumpf. Weil es dann 60 Karten gibt, die verteilt werden und nichts mehr umgekehrt werden kann. Grün ist Trumpf. Oh, das ist übel. Und ich sage als erster, wie viel ich bekomme. Und ich sage einfach mal 2. Boah, bei 6. Mach mal eine 0. Okay, Christian, keinen. Boah, ich nehme... Alle. Nimm alle. Sepp, du hast dich doch gerade so gefreut. Ich dachte, du nimmst jetzt hier mindestens 4 Bravo. Stiche mit, ey. Boah, das ist jetzt hart. Dann nehme ich auch nur einen. Heißt, ich darf nicht 2 sagen. Oh, shit. Ja... Soll ich jetzt safe gehen? Boah, Alter. Boah, gehe ich auf Angriff? 6. Da ich so schlecht platziert bin Punkte. Aktuell, brauche ich Punkte, nimm ne? Nimm 5. Ja, nimm 5. Also, darf ich nicht sagen? Nicht 2. 2. Boah, dann nimmst du 4. Ich will aber nicht 3 nehmen, Alter. Wenn Peter nimm 4. Ey, 4. Ist komplett 4 wirst du wohl locker schaffen. Guck mal, wie viele Leute nur gesagt haben. Ja, ich sag ein. Was anderes ist... So, das andere ist halt so hart gegen Soll ich safe spielen oder auf Angriff? Ey, ich hab voll wenig Punkte, ich muss auf Angriff. Ja, tut mir leid, da muss ich halt den kleinen. Also von Sepp und Jay habe ich, nachdem die da gerade angefangen haben anzuspielen, da habe ich echt mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin da auch enttäuscht von meiner Leistung. Peter fängt an. Peter will Peter 2 machen. Stiche haben. Oh yeah. Peter. So, Peter kriegt, glaube ich, 3 direkt am Anfang. Peter ist der richtig reinhauen muss. Auch gut vorstellen, aber machen wir erstmal was Verrücktes. Oh, Peter, das ist nicht gut. Haut erstmal Trumpf raus. Das ist nicht gut. Ja, krass, hier. Du hast keinen Trumpf. Ja, hätte ich auch 0 gesagt. Oh, Peter. Ey, den kriegst du aber sowas von. What? Ja, komm, den könnte ich dir auch. Jay ist noch am Überlegen. Ja, der holt sich jetzt seinen eigenen und danach muss der jedes Mal beten, dass er den nicht kriegt. Kommst du, hast du eine Niete? Hast du eine Niete, Jay? Okay, er holt den mit dem Set. Okay, das ist gut. Den, was wenn sonst? Wir den schon mal rausspielt, wa? Jetzt wird gebetet. Weißt du, dass wir jetzt dir unterschummeln, Jay, ne? Bin schon mal gespannt. Jetzt haut der nochmal Trumpf raus. Definitiv. Was stimmt denn mit dir nicht? Jay, den hast du. Okay, Christian hat ja eh keinen Trumpf. Ich hab eh keinen Grün. Ey, da bin ich auch raus. Aber Sepp und Bram haben hoffentlich noch einen. Nee, warum denn? Trümpfe? Ja, guck mal. Nehm ich will doch nur einen. Also nehme ich ja mal meine nächste höchste Karte, ja. Bitteschön. Was nehmen wir denn? Ich glaube, ich nehme hier mit. Die... Grün ist Trumpf. Jay, hättest du mal 3 gesagt. Hab ich nicht. Oh mein Gott. Reißt euch alle mit. Warum hast du nicht 3 gesagt, Jay? Oh, weil ich davon ausgegangen bin, weil ich halt noch andere gute Karten habe. Du hattest einen Zauberer und eine Trumpf-Elf. Oh, oh, ja, was soll ich? Da kann ich auch nichts dafür, dass Peter direkt nur so kleine scheiß Trümpfe rausspielt. Ja, Peter, und die anderen auch welche haben wollen. Bram ich hab halt keinen Trumpf gespielt. Ich kann da auch nichts dafür. Ja, Peter, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich will dich, ja auch 2 Peter. Peter braucht ja. Du hättest ja nicht meinen, Peter. Ich fick Peter. Dich. Ja, dann fick ich halt. Oh. Das ist mir scheißegal. Oh, dann hau ich mal meine nächste höchste Karte raus, ja. Hui. Spielst du auf 0, ey. Also, ja, aber dann ich kannst geh halt, mal das Problem bei 0 ist aber, du kannst halt auch nicht mehr komm, als wie viel Punkte? Meine, 20 oder so weiter. Meine Zahlen technisch gesehen. Ja, höchste. Mach die Scheiße. Was? Gönn ich mir. Hast du nur Einsen dran? Nochmal grün, Jay. Oh, oh. Alter, willst du mir hart auf den Sack gehen? Ich will dir hart auf den Sack gehen, Peter. Glaub mal. Ich fick dich.
Was hast du denn für Karten, Jay? Jay hat voll die krassen Karten. Ich bin halt davon ausgegangen, weil ich ja... Ey, Moment! Naja, Rot kann ich bedienen. Ja, dann... Wenn du Karten habt, dass ich... Ich auch mit einer 3. Nee, Rot kann ich nicht bedienen, aber ich habe noch eine super Ruhe jetzt. Dankeschön dafür. Das ist aber nice, ey. Peter, ja, du musst jetzt die nächsten beiden haben, ne? Und Bram und Sepp auch, oder? Ja, mal gucken. Guckt euch mal. Mal gucken. Den hol ich mir mal. Oh, das ist nicht gut. Ja, ich hau nochmal richtig raus. Boah, Bram, wir werden auch in die Scheiße geritten hier. Jetzt kommen die zwei Zauberer noch. Jetzt hat Peter noch einen Zauberer. Ja, aber Christian, Sepp kriegt den Christian. Diese 5, Vater, um den zu kriegen, eine blaue 5. Null. Lol, bist du ein Lack, aber nett. Scheiße. Das genau die Blau, die ist, die wir da noch alle haben, ey. Ja, darauf habe ich spekuliert. Fickt mich da. Ja, ich auch. Wie kann man denn auf eine verfickte Blau spekulieren, Alter? Das ist doch komplett. Okay, hatte nur einer richtig diese Runde? Nee, ich hatte halt eine grüne 1. Christian hat einen richtig. Ja, aber Sepp hatte auch den richtigen Stich. Ja, genau. Das heißt, Sepp kriegt 30 Punkte dazu. Er ist jetzt auf wunderschönen 90. Oh, und Christian kriegt 20 Punkte dazu. Das heißt, er ist jetzt bei 30. Ich bin einen daneben. Krieg 50. Bram, bist auch nur einen daneben, oder? Ja, ja. Kriegst 120. Ich bin bei 10. Dadurch. Ich hab 3 daneben. Ich hab 4 Stunden. 3 daneben und Jay ist bei 10. Ah, 3 daneben, Alter. Ja, ich hab dann irgendwann versucht, euch alle abzufucken. Ja, ich glaube, ich muss Risiko gehen. Ich nehme jetzt mal voll viel. Ich wusste nicht, dass ihr so scheiß Handkarten habt, ey. Ich geh mal davon aus, dass ihr demnächst irgendwas auf der Hand habt. Meine höchste Trumpf, Alter. Ich hatte keine Trumpfkarte. Ja, du hast sie doch verschissen mit dem Trumpf. Meine höchste Karte war eine 6 oder so. Ich hab es verschissen mit dem Trumpf. Du hast den Trumpf daraus wie sonst was. Dann konnte ich ja auch nichts gegen machen mehr. So eine Scheiße. Wie viele Karten gebe ich jetzt? Ich hab vergessen mitzuzählen. 7? Das steht da. Steht da immer. Ja. Ja, stimmt. 2, 3, 4, oh, nicht gut. 5, 6, 7. Weiß ich noch nicht, da kommt auf den Trumpf. Was ist das denn? Wenn du so 5, 6, 7 hast, ist es nie so gut. Rot Trumpf. Gar nichts. Kein Trumpf. Schon für die letzte Runde. Oh, dann darf Christian anfangen, schlecht. Ne? Das ist aber schlecht. Das sind immer nur die höchsten. Okay. Das ist echt schlecht. Bei 7 Karten. Boah, ich bin jetzt der Letzte. Ne? Boah, das ist echt schwierig. Ja, aber Anfang finde ich auch gerade schwierig, dadurch, dass es keinen Trumpf gibt. Anfang ist auch schwierig. Ja. Also dadurch, dass es keinen Trumpf gibt, kann ich jetzt nicht mal sagen, so ey. Kann sein, dass du richtig viele Fall sogar kriegst, so wie bei Jay. Ja, komm, Abteilung, Attacke, ich sag mal 2. Das ist eine Riesenattacke hier. Boah, hey, das ist immer noch mein höchster. Was ist das, L? Ja, 2, fuck, das ist nicht so einfach hier. Also ich gehe mit 2. Na, oder? Okay, oh, scheiße, jetzt kommen sie alle an. Ich gehe mit 2. Jetzt wurde er hochgespielt, das gibt's doch nicht. Sag mal 0. Ich kann nicht 0 sagen mit den Karten. Sag 0. Ja, null. Geh voll rein. Eben habe ich dir null gesagt, du sollst 3 sagen. Hast du auch verkackt. Jetzt sag ich dir, sag 0. 2. Du darfst nicht minus 1 sagen. Ich sag mal 0. Oh Gott. Ja, das ist total super. Oh Gott, Christian. Ich glaube, ich bin 2 daneben. fangen wir mal an. Ich würde sagen, ihr könnt euch erstmal ein Ründchen prügeln. Ganz entspannt. Ganz entspannt hole ich mal eine 1 raus. Oh, ja, schöne grüne Karte. Ist meine Lieblingsfarbe diese Runde. Ich fang mal mit einer 4 an. Boah, komm, gucken wir mal, ob das gibt oder nicht. Grün haben wir nicht. Na, spannend hier. Haben den schon mal gekriegt. Haben wir schon mal seinen ersten. Ja, komm. Grün! Das finde ich noch eine wunderschöne Karte. Das ist jetzt scheiße, oder? Nee. Grün! Haben wir nicht. Warriors auf grün. Hier ist ein 2. Oh, Bram. Gib Bram seinen zweiten Stich. Der hat bestimmt nicht gedacht. Wobei doch, der geht bestimmt davon aus, dass er mit der 11 den Stich wir kriegt. Wir brauchen mehr, ne? Den Bram. Oh Gott sei Dank. Wisst ihr? Der hat darauf spekuliert, dass er den kriegt. Ja. Deswegen freut er sich auch, dass er den nicht gekriegt hat. Geh mit grün. Schöne Farbe.
Oh, warum habe ich, hab ich zwei gesagt? Oh, nicht mit einer 8, Alter. Was ist doch. Warum habe ich zwei gesagt? Nice. Warte mal, was liegt denn da? Eine grüne 9 und was ist der zweite? Grüne 9. Ach, stimmt. Du hast eine 9 gelegt. Oh ja, ich will die haben. Aktuell. Ich will den haben, ja. Hat grün so rausgespielt, dass keiner mehr grün haben dürfte. Und jetzt könnt ihr alle haben, was ihr wollt. Ihr wollt ja auch, ne? Und wir hatten noch keinen roten Stich. Rot, schöne Farbe. Schlechte Farbe. Ja, was ist denn das? Rote 6. Na komm, gehen wir mal drüber. Hoppala. Ihr wollt doch, ich sehe das. Nee, du hast die rote 13, Chris. Dann da kann ich Riot, dienen und zwar nicht. Oh! Okay, das wird jetzt aber nochmal ganz interessant. Das wird richtig lustig. Komm her jetzt hier. Komm, hoffentlich hat Bram auch nicht vertot. Rot. Das ist eine 9, ja, ne? Mhm. Ja, rot kann ich dir geben. Eine 7 ist okay. Rot gebe ich dir. Schön. Nice, Jay. Jay ist auch schon voll, ne? Ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Bram braucht ja noch was hier so. Ja, komm Christian hier. Gelb, da sehe ich euch durch. Oh, oh. Gelb sehe ich mir auch. Christian fehlen 2. Gelb braucht jetzt beide Stiche. Also, Chris, das wird jetzt aber knifflig. Ja, finde ich okay. Ja, ich habe mich auf jeden Fall verkalkuliert. Oh, Bram! Der kriegt Bram. Ja, das war hat er, Bram. Ich auch. Den wollt ihr auch haben. Heißt, das ist eine blaue 9, ne? Oh, ja. Nein! Nee! Schön! Ach komm, ey! Bram, High Five! Nein. Ja, Prost, auf jeden Fall. Was soll ich denn sagen, Jay? Nice. Dann hab ich mich um 2 vertan. Ja, was sagst denn du 2, Alter? 40, Peter. Ich hatte 3. Ja, ich weiß, 40. Sepp und du kriegen jeweils 40. Oh, 4! Das kommt ja auch drauf an, wie gelegt wird, 160, was die Leute Sepp so sagen. Dann schon mal schön 160. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ja, gut gespielt, Sepp. Recht. Danke, dass du mir die Grüne abgenommen hast. Ja, ich wusste doch. Ich hab alle schön rausgespielt und dann die anderen einfach untergeschummelt. 0. Bei 0. Aber gut. Fehlt da nie noch eine Zahl vor? Nee, das ist wirklich 0. Ja, ist richtig. Fehlt eine Zahl vor? Nee, das ist 0. Okay, als nächstes dran ist Sepp. Wollte auch gerade sagen, bin ich jetzt? Wir mal. 8. Und 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach du Scheilige. Hast du gemischt? Bums. Ja. Scheilige. Willst du dich verarschen? Ja, Poker. Ich gewinne alle. Und grünes Trumpf. Das ist ja noch besser. Mensch. Oh, ich darf auch noch als letzter sagen. Oh, nö. Also ich sag... 8 Stück haben wir jetzt, ne? Jo. Ja. Ich sage... 3. Wow. Das wird hart. Was ist das denn? Fick. 9, Peter, das ist aber frech. Ich nehme 2. Ach du Scheiße, nein. Jay. Attacke, Jay, komm wieder. Komm. Ich hab 4 überlegt gehabt, ehrlich gesagt, vor der Runde. Oh Gott! Aber jetzt bin ich dann mir. Sag doch jetzt 5, Jay. Ich... Nee. Doch. Ich vertue mich halt immer damit. Das ja, ich vertue mich auch immer. Ich sag immer zu viel, ich sag immer zu viel und du sagst immer zu niedrig. Dann nimm doch also einfach einen mehr diesmal. So. Genau. Ich nehme doch nicht einen mehr als, ich nehme doch nicht 4 jetzt, ey. Ja, doch, du hast immer zu niedrig gesagt. Guck doch mal, genau, du hast immer eins zu viel gesagt. Deswegen nimmst du jetzt einfach einen mehr, als du sagen wolltest. Statt 4 sagst du 5. Deine Mutter. Ich mach, komm. 2. 3. Ach du Scheiße, sind wir jetzt schon voll. Ich sag da mal einen. Ich sag da mal, was darf ich denn nicht sagen? Gar nichts. Alles darfst du sagen. Du kannst alles cool sagen. Wir sind ja schon einen drüber. 0. Sag ich 3. Oder das Geld. Das wär sau nice gewesen. Na, Sepp beginnt. Ja, Sepp, dann greif mal an. Attacke, ne, mein Freund? Okay, ich geh mal mit einer 10. Ja, cool. Das ist doch lecker 10. Hier. Mit 10. Das ist doch lecker hier. Da seh ich mich doch. Komm, all in, Jay, jawohl, Zauberer raus. Teilung, Attacke. Oh, oh. Hau mal die Trümpfe raus. Was ist das? Grüne 4? Naja. Grüne 4. Das fickt mich jetzt richtig hart. Das hab ich nicht. Du Armer.
Peter hätte ihn vielleicht sogar gerne, glaube ich. Der ist nämlich so ruhig. Das ist nämlich sein einziger Trumpf gewesen. Da bin ich mir nämlich ziemlich sicher. Nimm den. Oh. Ich brauche dich. Weißt du, Gollum hat wieder einen Grund, sich zu freuen. Ich bin eher am Arsch. Ich habe 0 Punkte, Mann. Hat den gerade Bram oder Sepp gekriegt? Ich bin der Zauberer. Ich habe eine grüne 2 gelegt. Leg den mal hier hin. Auch Kacke Jay hat richtig hart Scheiße gebaut, glaube ich. Warum habe ich Scheiße gebaut? Jay Scheiße gebaut? Du hast doch gerade Trumpf geholt. Ich brauche nur noch 2. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass du nicht so viele haben möchtest, wie du eigentlich haben willst. Was? Das macht keinen Sinn. Hä? Doch. Ich gehe mit einer. Ja. Ja, komm schon. Ja, das ist jetzt alles nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Oh. Alter! Jay! Hau der Jay aber raus, ey. Was, Alexa? Ich hab gesagt, alter Jay. Alexa, kauf mir ein Mikro-Dildo. Was ist das? Weiß ich rote nicht. 6. Rote 6. Rote 9. Rote 9. Oh! Oh, doch, Peter, falsch gelesen. Ui. Ui. Rote 6 war das. Von mir. Peter, das ist nicht so aber gut. Peter hat eh Trumpf. Also. Peter kriegt da noch nicht so aus. Das ist nicht so gut. Ich als ob du kein Rot hast. Ich hab kein Rot. Und dann musstest du mich da jetzt so ficken, oder was? Ja, er hat ihn richtig hart gebumst. Ganz ehrlich, Peter, wenn sich jemand mit nacktem Arsch vor mich stellt, dann seinen Arschloch spreizt, was soll ich denn dann sagen? Ja, genau, nein, das war's. Nein, jetzt will ich nur noch Bram am Sack gehen. Ohne 9. Guck mal, da muss ich jetzt leider besiegen, ne? Das ist aber ärgerlich. Grüne 12. Jay, ich glaube, wenn du dich angestrengt hättest, hättest du, was hast du gesagt? Alter. Du hast 3 gesagt. Nee, alles gut. Okay, ja, grün ist eine krasse Farbe, die ich selbstverständlich nicht habe. Das ist nicht gut. Das bumst mich hart, Bram. Sorry. So, jetzt brauchst du mal einen Jay, ne? Ich brauch keinen mehr. Du hast so 3 gesagt. Ja, und ich hab 3. Da sind 3. Ach, du hast schon 3. Das wusste ich nicht. Oh, bitteschön. Jetzt darfst du auch so, womit bedient wird, Peter. Oh Peter, blau ist blauer Peter. Einzelding. Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh Gott! Unterschied für Christian ist auch geil. Ja, wollen noch so viele Stiche haben, Christian, das kann ja alles egal sein. Das stimmt. Ja, also, da sind noch einige Zauberer oder, und sowas. Ja, ja, klar. Ja, dann hier hast du eine 3. Ich geh mal mit Trumpf. Danke. Ram. Ja. Nicht tun! Egal, was du vorhast, einfach hier haben wir den. Du brauchst aber noch. Auch, ne? Okay, Sepp will ich noch. Ich weiß, ich brauche auch noch. Okay. Moment, wie viele haben wir jetzt noch? Sepp will noch einen. Ich brauch noch einen. Bram will noch einen. Ich will keinen und Peter will noch einen. Ja, ich will noch einen, die kriegen die beide. Ich bin ja der, der schon gefickt wurde, das geht sich ja dann auf. Gib mir. Schau mal. My last was Bram jetzt macht, ob er den haben will oder ob er den nicht haben will. Das stimmt. Den will er nicht haben. Ich auch nicht. War das halt gelb gewesen? Liete. Ja, gelb. Gelb habe ich sogar. Sag nicht, du hast. Oh ja! Okay, da kommt jetzt der Zauberer von Bram. Okay, genau. Jetzt kommt hier eine gelbe 3. Scheiße, ich bin raus. Nein! Lol. Nein! Ich hab kein Gelb. Jawohl! Nein! Oh nein! Jetzt hab ich jawohl! Oh Bram, was war das denn? Wie, was war das denn? Ich hatte eine blaue Kacke. 12 und eine blaue 11 und kein Rot und alles hohe Zahlen, ja, aber. Ich habe halt mit den letzten hohen Zahlen keinen Trumpf mehr gekriegt, weil der Bedienung immer falsch war. Ich hätte ihn das ja gern genommen! Jetzt ja, ich schön. Weiß. Das eine gute Runde. Jetzt schön. Aber ist okay. Gibt leckere du hast jetzt insgesamt 50 Points. 50 Punkte hast du jetzt schon wieder. Aus einer Runde richtig gut. Christian war noch der andere, der richtig war als einziger. Ist jetzt auf 30 hoch. Ja, ich bin bei meinem Maximum schon wieder angekommen. Ich bin um einen daneben. Ich bin auf 60 runter. Sepp um einen daneben, nehme ich an. Ja. Auf 120 runter. Bram um einen daneben. So sieht's aus. Auf 150 runter. Wette gemischt? Bin ich dran? Du bist dran. Alter, ohne Scheiß, ich stell mir gerade vor, wie einfach wir alle. Ich hatte halt keine Trumpfkarte und alles so bis 6. Warum willst du? Warum? Ja, weil das gerade so ist hier. Jeder fickt gerade jeden hier. 8. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Okay, ich darf anfangen, wa? Ja.
Boah. Nimm ein. Oh, Bram. Oh, Bram. Ein für den Bram. Das ist nicht viel. Drei. Oh, Jay. Drei für den Jay. Ich sag mal null für den Peter. War bei vier. Fünf Stück sind noch offen, krass. Tja, Attacke oder nicht? Attacke war immer scheiße bei mir. Na sag mal, ja, letztes Mal hast du 20 gekriegt. Ja, aber da habe ich auch gesagt, ich krieg keinen Stich. Aber normalerweise, sobald ich sage, ich krieg einen Stich, liege ich daneben. Ich bin gerade überlegen, ob ich ein oder zwei nehme. Fünf Stück sind noch offen. Ja, ich weiß. Ich sag mal. Ach komm, ich sag mal zwei. Was soll's? Drei sind noch offen. Darf ich nicht drei sagen, ne? Ja. Was hättest du denn gern gesagt? Gern drei gesagt. Aber darf ich ja nicht. Deshalb ist das. Oh. Ich gehe mit vier. Mit vier? Warte mal, drei darf ich nicht sagen, ne? Ja, ist richtig. Ja, ist ja, dann gehe ich mit vier. Wollte nur wissen, ob ich das richtig verstanden hatte. Okay, ich fange an, ja? Vier. Ja. Ja, ja. Also dann viel Spaß beim Raushauen. Hat eins gesagt. Wir wollen jetzt mehr als da liegen, sehe ich richtig, ne? Deswegen hat Peter nur gesagt. Ja, Trümpfe sind für Leute, die Trümpfe haben. Ja, Trümpfe sind echt für Leute, die Trümpfe haben. Was make ich denn jetzt? Ach komm, ich schummel dir den unter. Was? Er fick dich doch. Ja, bitteschön. Null Problemo. Jay, bist du wirklich. Also wolltest du den wirklich nicht haben, Jay? Der hat 3 gesagt. Also sieht doch gut aus für den mit einer grünen 13 jetzt. Mit einer roten 7 ist das so. Naja. Muss ich dir nicht, aber ich nur direkt eine rote, eine grüne 13 da. Mal gucken, wo ich mich reinspiele. Ob ich jetzt hier noch einen bekomme oder nicht. Oh, meinst du ja selbst Trümpfe, die er gerne hätte? Oder selbst Karten. Also ich nehme den mal, ne? Kein Grün. Okay. Grün schmühen. Ne, tust du nicht. Oh, Bram. Den nehme ich. Nicht mit denen. Blaue 1, what the shit. Oh, jetzt kommt Peter. Aber Peter will keinen haben. Deswegen haut er mit der blaue Zahl. Gar keinen. Oh, das ist interesting. Den willst du nicht, Bram, ne? Ich hab eine 1 gelegt. Deswegen das hat die 8. Nehme ich den mal. Könntest du mir nicht mal mehr unterschieben. Dann nehme ich den mal. Und dann mache ich mir das Leben doch einfach, indem ich jetzt einfach mal einen Zauberer lege. Oh, das ist gut. Das heißt, wir können legen, was wir wollen, und er hat auf jeden Fall gewonnen, wa? Ja. Oder du darfst, oder was ist das jetzt? Wenn Bram jetzt legt, gibt er dann vor, was wir legen müssen? Gucken wir jetzt nach. Oh, das ist eine gute Frage. Legen, ich glaube, das haben wir vorhin so gemacht. Wenn ein Zauberer aufgedeckt, darf der Spieler, der vor dem Startspieler sitzt, die Trumpffarbe wählen. Ne? Das ja, aber das ist ja, wenn der Zauberer als Trumpf aufgedeckt ist, aber das ist ja was anderes. Ob das eine Abschmeißrunde oder? Bin mir auch gar nicht sicher. Okay, ich lege auf jeden Fall mal die und damit kriege ich den nicht und keine Ahnung, ob jetzt Gelb bedient werden muss. Was muss denn bedient werden? Gelb dann, wa? Theoretisch ja, oder halt gar nichts. Gelb oder nix? Ja, dann Gelb. Ich würde sagen, gar nichts ist meine Argumentation. Ich weiß also, weil bei dem Trumpf ist es ja auch so. Wird ein Zauber aufgedeckt, dann darf der nächste Spieler halt aussuchen. Warum ist das denn, warum wäre das denn jetzt hier anders? Ja, weil das halt beim Aufdecken des Trumpfs halt ist. Das ist ja ganz völlig anders so Spiel. Ja, aber warum, ja genau, deine Spielsituation, warum soll die ist halt komplett nochmal anders als meine? Meineswegen ist es Übertragung der Regeln. Ich versuche das auch nochmal nachzulesen. Und mir ist halt egal, wir können auch dann so spielen. Ich finde, Bram sei es zumindest logisch. Einfach zu legen, klingt erstmal nicht so typisch für das Spiel, weil du musst ja eigentlich immer irgendwas bedienen. Ja, damit du immer dann eine Farbe raushauen musst.
Dann sagen wir, gelb bedienen. Ich würde auch, ich würde auch tendieren zu bedienen. Okay, dann maximiere ich mal wieder. Das ist aber scheiße, dass das gelb ist. Ja. Ihr make das schon, Jungs. Ich sehe euch da. Ah, dann nehmen wir uns den dritten. Ah, hier wird als erste Karte ein Zauber abgeworfen, darf danach jede Karte abgeworfen werden. Okay, also bedienen stimmte nicht. Aber das ist auf einer anderen Seite nochmal. Das ist Wizard spielen, okay, ich habe vorher auf Brettspiele.de geguckt. Na okay, wir spielen jetzt nach bedienen. Zumindest diese Runde. Wir spielen jetzt nach bedienen, okay. So, ist das die erste? Ja. Ja. Dann... Da. Fickt mich halt weg, ne? Ganz schön viel gelb. Und worauf poker ich jetzt? Ich werde dir keinen Stein zwischen die Beine legen. Ja, das weiß ich, aber ich kenne da Jay, der definitiv gut dabei ist noch. Christian braucht auch noch zwei. Ja. Du brauchst noch einen, ich brauche noch zwei. Geh mal damit. War das jetzt Bams? Hat Jay jetzt vor Bams? Ja, Entschuldigung. Weil ich eh nichts anderes legen kann. Ja, Christian, jetzt oder nie? Ja, ich muss ja mal, ne? Kein Blau, scheiße. Das ist schlecht für mich. Wait. Ich hab gedacht, alle Roten sind weg. Was? Dann habe ich einen Fehler gemacht. Den Trumpf darf man nicht immer leben, oder? Nein, nee, darfst du nicht. Wenn du Blau hast, musst du Blau nehmen. Dann geht er dann Sepp. Ich dachte, Trumpf darf man immer leben. Das habe ich verwechselt. Dann geht er dann Sepp. Ist gut für mich. Ich geh mal damit. Hat doch einer irgendeine blaue Karte? Irgendeine blaue Karte? Ich bin safe. Da ist keiner eine blaue Karte mehr! Jetzt darf ich dir aber liegen. Oh Gott! Nur noch Christian und ich wollen zwei. Nee, ein. Nee. Ich will noch zwei, Christian noch ein. Ja, da sehe ich mich. Ja, da sehe ich mich auch. Kacke. Gucken wir mal, was das jetzt ist, ey. Ist ein Zauberer? Scheiße. Hingelegt. Schwein gehabt, ey. Wer ja, weiß, wenn ich jetzt eine rote 13 nehmen wir doch. Den nehmen wir doch. Ich bin ey. Oh, Jay ist auf Aufholjagd, damit haben alle richtig getippt, nur der Christian ist der Gefickte. Jay kriegt damit mal wunderschöne 50 Punkte wieder dazu und ist mal schnell dreistellig geworden. Bam kriegt 30 Punkte dazu und ist jetzt bei 180. Sepp, du bist auch richtig, ne? Mhm. Uiuiui, dann kriegst du 60 dazu, das heißt, du bist jetzt auch bei 180 und hast damit Bram eingeholt. Ich habe auch richtig, aber ich mache nicht so große Sprünge, weil ich auf 0 gespielt habe und Christian ist ein daneben, ne? Ja, das ist wie immer, weißt du, ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Langsam ernährt sich das eigentlich. So geht das Spiel doch, oder? Wer ist denn jetzt dran? Wie spielen wir jetzt? Spielen wir jetzt mit Zauberer und Trumpf oder was? Ne, ich würde sagen, das Spiel machen wir das jetzt durch. Wie spielen wir jetzt mit Zauberer? Ich würde sagen, diese eine Runde haben wir halt einen Fehler gemacht, aber ab jetzt halten wir uns an die Regeln. Wir jetzt weiter mit Fehler spielen. Wir haben uns ja committed jetzt auch in der Runde. Weil wir jetzt die eine Runde mit der Farbe gespielt haben, oder was? Nee, ja, also wenn Zauberer legt, auf jeder legen, wenn er möchte. Ja. Genau, nach Regeln. Wie es ja bei Sachen dann ist halt logischerweise das, was halt gelegt wurde, das, was halt gewollt ist, was man halt kriegt. Aber da kannst du, glaube ich, auch legen, was du willst. Beim Nachhinein. Ja, verteil doch schon mal, das können wir ja gleich machen, wenn es soweit ist. Da ich gerade war, musst du jetzt, ja. Beim Narren ist doch das gleiche Spiel, oder? Endeffekt. Noch drei Runden. Ja, beim Narren ist ja der Nachfolgende, legt er dann die Farbe. Ach du Kacke. Ja, wieso ist das beim Narren so und beim Zauberer nicht? Und beim Zauberer, aber keine Ahnung. Weil das der höchste ist. Beim Narren heißt das. Ich darf jetzt Trumpf bestimmen. Du darfst den Trumpf bestimmen. Okay. Der vor dem Startspieler sitzt. Ich hab richtig Kackkarten ein. Trumpf ist. Sag mal, Niete. Grün. Jetzt ist die Frage, ob Bram grün hat oder nicht. Ist das jetzt, für alle Runden ist das jetzt grün, ne?
Ja. Ja, für, ja. Für diese. Für die Runde 10, die also wir spielen. Für, ja, genau. Gut. Für boah, alle 10 Karten. Da sehe ich mich schon locker flockig mit. Ein. Okay. Oh, Jane was sehen? Einen. Oh. Ich sag aber dann. Boah. Ich sag 3. Der Peter? Ja. Hast du dich bei der Punktevergabe nicht vertan? Was? Ja, da hat wieder falsch gerechnet. Weil er 1 getippt hat, hat er sich wieder nur 20 gegeben. Unglaublich. Ja. Nee, hä? Warte mal, ich hab 0 getippt. Er hat 0 getippt. Ja. So, du hast nur. Ja, nee. War ja klar. Hat er erst ja aber wieder richtig gemacht. Ja, fuck you. Okay, Christian, was sagst du? Ich dachte, bei mir hast du dich vertan, weil irgendwie hier ist 30, 0, 10, 2, 30, 0, 20, 2. Ja, das ist halt immer, du tippst da, das ist eine Zeile. Ich tippe mal, was hast du jetzt getippt? 0? Nee, du hast 3 getippt. Uiuiui. Ja, wir haben da 6 offen. Ja, ich krieg hier, meine Lieblingszahl ist 2, die ich noch nie geschafft habe. Diesmal schaffe ich die. Okay. Jetzt haben wir noch 4 offen, ne? Mhm. Bram, wie viel willst du denn? Wo siehst du dich denn? Bram hat, ja, pass auf, Bram hat den Trumpf bestimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, hat der grün gesagt, weil der viel grün hat oder weil der kein grün hat? Das ist die gute Frage. Ich nehme... Der sagt, Bram geht tief. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Bram ist ein kleiner Schießer. Der hat immer nur 2 und 1 getippt. Ja. Ich glaube nicht, dass er jetzt plötzlich irgendwie 3 oder 4 sagt. Also wir haben noch... 4 offen. Also entweder. Selbst sag mal 0. Gesundheit. Also schon. Weil das fiese ist halt, dass Bram jetzt bestimmen konnte und jetzt einen Vorteil hat. Ja. Wieso? Du kannst doch jetzt bestimmen, was er da noch sagen kann. Nee, er weiß ja, wie viel gute. Also. Er hat jetzt ja. Ja, ich glaube, der hat darauf spekuliert, dass er wenig kriegt. Auch scheint er da ganz viel grün hat. Ich nehme. Okay. Peter, dann nimmst du, hast du was gesagt? 2. Ah, okay. 3. Duo. Achso. Duo nimmt er, dann nehme ich. Moment, was darf ich nicht sagen? Ich darf nicht 2 sagen, wa? Das sieht aktuell danach aus. Ja. Ach, nimm ich ein. Nee, warte mal. Du Ficker. Siehste. Bist du eine Pussy? Richtig. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Oh, wir haben einen drunter sind gerade. Wer fängt denn jetzt an? Der fängt an. Der fängt an. Ein drunter. Was war das Trumpf heißt, grün, ne? Ja. Schummelt. Was ist das denn? Blaue 3. Blaue. Ist schon mal gut. Kann man. Achso, scheiße, ich hätte die Karten mal sortieren sollen, ne? Ja. Kacke. Oh, das ist ein toller Start. Oh! Das ja, da gehe ich doch gut. Direkt mal mit Blau hier mit. Also, da nein! Kriegst du? Ja, was erwartest du, wenn du blau 13 legst? Dann ja, was soll ich sonst legen, wenn ich keine andere Blaukarte habe? Oh. Hm. Ach, du bist ja auch 2, Christian. Achso, also von daher. Da liegen 2 Karten. Ja. Das bin gerade. Außer das 2 Zauberer noch. Das wird natürlich. Da muss Zauberer unterschieden. Blaue 13. Bram, du Arsch. Geil, hab ich echt gekriegt. Nice. Okay. Was ist das denn hier? Ist das eine 1? Was? Überall? Guck mal hier, gelb ist doch. Gelb ist eine gute Farbe. Gelb 5. 5. Boah, ja. Sehe ich mich. Gelbe 2 sieht er sich. Oh! Da ist der Warrior auf grün. Bram will den haben. Den hätte ich gerne. Das ist interessant. So, und spielt mal Trümpfe. Mmh. Das ist sexy. Ja, dann leg ich da doch mal, schummel ich mal meinen Trümpf da unter. Das ist eine Schliche, Christian. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die so schnell habe. Nimm dir mal eine dafür weg für die Trumpf. Ja, das ist okay. Ja. So hier.
Guck mal hier, wer muss denn? Peter muss doch voll reinklotzen. Bewegst du nur deinen Arsch? Ja, wieso bewege ich meinen Arsch? Ich warte auf deine, damit ich mir deine mal nicht zocken kann. Komm, Peter, hau raus. Ja, hier sehe ich mich doch. Ja, da sehe ich mich auch. Ja, endlich holt er sich mal hier die Dinger, ey. So. Will ich aber was sehen. Holy moly, da habe ich kurz geschwitzt. Da habe ich echt kurz geschwitzt, ey. Du hast blau, ne? Ja, blau gilt es zu bedienen. Ja, dann nimm mal blau. Nimm mal blau. Fisch schon okay. Rode, was ist das? Ein Elf? Der Jay ist fertig, der Bram ist fertig. Boah, Peter, Peter will noch zwei. Entschuldigung, du darfst natürlich zuerst legen. Sorry. Lololololol. Da ist nichts passiert, ne? Der Peter will ja noch was, ne? Nehmen wir doch. Wir hatten noch ein. Oh oh. Sepp, du willst auch noch zwei, ne? Das ist eine rote 10. Nee, ich muss mich nicht so anstrengen. Okay. Warte mal, was ist denn jetzt hier noch offen? Warte mal, Peter will den jetzt haben. Ich hab gedacht, rot ist jetzt... Ich will einen noch haben. Ich glaub nicht, dass der Peter hat bestimmt mal einen Zauberer auf der Hand. Also. Nee, ich glaube, der hat noch einen hohen Trumpf, den er ablegen will. Ja, irgendwas hat er noch auf dem Händchen, ja? Aber Sepp hatte noch gar keinen Stapel liegen, muss aber noch zwei holen. Bram ist schon cool. Ich brauche noch einen. Jay braucht noch einen... Jay hat doch schon. Jay hat doch schon einen. Jay braucht keinen mehr. Jay hat einen. Du hast nur eins gesagt. Ja, dann will ich natürlich keinen mehr. Ups. Oh, hab ich dich sogar gerettet, Jay? Scheiße, ich hätte dich voll in die... Alter. Ja, wusste ich natürlich. Wenn Jay hat einen Zauberer, das finde ich gut. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn man... Guck mal, wer ist gerade dran? Christian. Gut. Ja, wollte nur wissen, ob ich... Sehe ich mich doch. Da sehe ich mich auch. Ja, da sehe ich mich mit. Muss ich natürlich bedienen mit der 2. Ach, diesen Penner, ey. Echt, ja, kannst du, wenn du da einen Trumpf drauflegst, du hättest doch alles andere drauflegen können, wenn du kein Rot hast. Ja, hättest du Gelb legen können oder Blau. Das stimmt. Problem ist, hat er nur noch grüne Karten auf der Hand. Und das ist natürlich dann interessant. Ja, kloppt mal noch schnell die Trümpfe raus, bevor hier keiner mehr die Stiche will, ne? Oder Sepp. Also wenn dann reit, dann zertrampel ich euren Rasen, ey. Jetzt muss ich langsam mal loslegen, glaube ich. Ja, guck mal hier. Ja, erstmal mal den Trumpf wegschmeißen. Peter will noch einen, ne? Nee. Doch, Peter will noch einen. Peter will noch einen. Leg hier noch eine 9. Sepp will zwei. Einen will ich noch. Ja, hier. Jetzt gerade kann das ausgehen, weil Christian schon gefickt wurde im Zweifel. Ja. Außer der fickt jetzt alle. Nochmal mehr. Kann ich nicht. Okay, und jetzt müsst ihr einfach nur euch wegschabbern. Das finde ich. Peter will den jetzt. Ja, da kann er aber nicht. Peter Chabba! Ja, den kriegt Peter aber nicht. Nein! Komm! Jawohl! Nein! Ach, ja. Schön! Bums, ey. Wow! Was ist das denn? Ja, Christian hat mir meine weggenommen, ey, so eine Scheiße. Nee. Das ist so lecker hier. Jetzt habe ich zum ersten Mal zu wenig gesagt. Das gibt es doch gar nicht, ey. Immer zu wenig angesagt. Jetzt habe ich zu viel. Ich bin einen daneben. Das ist doch keine 7, das sieht aus wie eine 1. Ja, das soll aber eine 7 sein, du Bitch. Dankeschön. Christian ist einen daneben, ne? Ist ein Sebastian ist einen daneben. 170. Ram ist korrekt, getroffen. Ne? Ja, das heißt 210. Und Jay hat auch getroffen, das heißt 230. Das ist doch zufriedenstellend. Zwei Runden noch, ey. Sieht gut aus für Bram, aber wir müssen Bram mal langsam wegficken. Er kann sich hier immer schön nach hochbimbumsen. Hochbimbumsen. Ach du Scheiße. Und Trumpf ist grün. Ach du Wer fängt jetzt an? Peter? Ich hab gegeben, ich fang an, aber ich muss jetzt hier erstmal gucken, was ich für Karten überhaupt hab. Oh, die sieht man vor allem auch noch so gut. Ja, richtig, das ist echt scheiße. Oh, Kacke. Sortieren wir mal ein bisschen hier.
keine 1, sondern eine 13, alles klar. Ja, genau, ja, richtig. Halt. Oh. Ach so, das ist auch okay. Ja, oh. Ei. Oh, das ist bitter. Okay, scheiße. Boah, das wird eine üble Runde. Er muss als letztes sagen, ich jetzt, ne? Ja. Ja, grünes Trumpf. Sag dann mal ganz entspannt. Nochmal versuchen wir mit der 3. 4. Gibt ja auch 11. Ja, aber ich hätte jetzt auch 4 gesagt. Aber mache ich nicht, weil dann sind ja alle schon weg. Und dann wäre das doch super für Bram und Jay dann. Ja, super, finde ich. Vielleicht auch behalte gerne. Sag einfach 4. Ist auch einfach gleich 4. Bram sagt sowieso wieder einen oder ich so. Ich sag 3. Wenn du 3 okay, sagst, sag ich ein. Ja, sag darf ich nicht sagen, ich darf dich 0 sagen, oder? Ja, richtig. Ja. Oh ja, das wird schwer, Mensch. Okay, wie viel sagen wir denn? 1 auf jeden Fall. Bums richtig, Jay, komm. 2. Wir müssen Bram bumsen. 3, vielleicht 4. Ja, jetzt kommen ja, wir gleich Sache 1. Ich auch. Nimm 5. Classic Jay. Du hast mal zu wenig gesagt. 5. 6. Moment, wie viele Karten hast du? 11. Ich sag mal 10. 2. 12? Sag ich 1, sag ich 4, ich sag mal 2. Ja, ich habe überlegt, ob ich da ein paar wieder unterschieden habe. Wir sind bei 13, wir haben 2 wollen mehr. Ja. Aha. Aber die. Also jetzt, nö, welche zu kriegen? Ich will genauso viel, wie ich haben will. So, Peterchen. Wird lustig. Das ist halt eine rote 2. Rote 2, okay. Da kloppen wir mal richtig drauf. Ja, ich nehme den damit am 5, ne? Dankeschön. Ach, komm. Da hat Bram seinen einen schon. Boah, was, bitte, Jay, komm, das Spiel hat gerade angefangen. Komm, aber gib Bram den. Wir haben gerade angefangen. Haben, dann wäre voll dumm, wenn ich mir nicht den Safen zocken würde. Ja. Ah, ein paar Trümpfe hier raus, ne? Wir wollen ja alle richtig ballern, oder? Richtig ballern. Wir wollen ja richtig ballern. Das ist immer wichtig. Wo hab ich den bekommen? Ich möchte das Jay gesagt 2, ne? Ja, wir sind noch am Anfang. Zwei. Ich würde sagen, Jay kann den haben. Ich will schnell fertig sein, ne? 2 unter. Wen möchtest du den haben? Ich würde den nehmen. Also, komm, Zauberer, fick ihn. Ich bin gerade echt am Überlegen. Sepp, die alle Runden, wo du jemanden gefickt hast, bist du richtig gut dabei nachher rausgekommen. Ja? Ja, aber wenn der Bram das sagt, ey. Siehste, wenn der Bram das sagt. Da sehe ich den Bram. Da sehe ich den Bram. Bram, hast du mich gekriegt? Da war eine safe Statistik, ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, ich glaube auch. Was kriegst du zurück? Was kriegst du zurück? Ich gehe mal mit. Why? Was soll das jetzt hier direkt am Anfang mit den ganzen Scheiß tun? Dann nehme ich mir den doch. Man, hat Bram schon gesagt? Nee, ich hab noch nicht gesehen. Nein, Jay, kannst du da kurz so die Geduld beweisen? Nee. Ah, wow, komm. Wen will Bram? Gucken wir mal, ob wir den kriegen. Scheiße, ich bin gefickt, ey. Bram will nur einen. Ich wahrscheinlich gar keinen nachher. Das wäre aber okay. Doof, Peter. Das ist ja nicht ein. Komm auch nochmal eine grüne raus. Für den Jog. Alter. Vielleicht echt ein Problem. Oh, den hätte ich nicht gern. Ja, kein Rot mehr. Aber auch kein Trumpf mehr scheinbar. Peter will 3. Ach, Peter, was ist denn da los? Hier, Peter, vielleicht kriegst du einfach mal eine Karte. Nicht keinen einzigen Trumpf. Stich. Da wissen wir zumindest, wo die 2 sind. Aber da fehlt da nur einer. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Wir wollen doch 2 mehr weghaben. Ja, du musst ja auf jeden eigentlich kämpfen. Ja, ich verstehe das nicht, den kriege ich ja easy. Ja, dann hol dir doch! Ja, aber will ich nicht!
Warum nicht? Ja, weil ich viel zu gute Karten habe. Aktuell kann ich noch 1, 2, 3, 4 Stück kriegen. Ist doch geil. Tja, ich nicht. Ich will aber nur noch 2. Ich will auch nur einen. Aber ich geh mit dem Zauberer. Zauberer geht da. Ja, okay, komm, dann. Eigentlich müsst ihr die niedrigen rausballen. Ich verstehe es einfach nicht. Aber ich sehe da den Peter. Der Peter, der kann das. Ah, nochmal unterschieben, wa? Ja, nein, nicht mit der 2. Der Peter, der will doch blaue jetzt endlich 12. Peter will ja den. Oh, nee, das kann ich auch nicht. Alter. Hat er natürlich die blaue 13. Fick ihn. Oh, Christian, du bist richtig gut dabei. Ich bin aber nicht mehr so sicher, ja, ob der den nicht doch hätte haben wollen, weil sie das vorhin verkauft hat als, oh Gott, nein, ich konnte ja nicht. Und ja, Christian will noch einen, Peter will noch 3, Sepp will noch 2. Einen. Dann will noch einen, also Jay will noch 3 habe ich mich schon längst verabschiedet. Okay, jeder will noch einen, außer Peter will 3. Okay. Na, gucken wir mal, vielleicht kriegen wir den ja jetzt. Nicht gut. Sepp hat kein Geld. Kann aber noch ganz zwei Versuche. Oh, Versuch Nummer 1. Ja, dann hätte ich mir holen können, Christian. Das ist ein Problem. Will die nicht. Ist das ein Z oder ein N? Das ist ein Zauberer. Ein Zauberer. Case closed. Peter, ey. Das ist, ach, die Runde läuft überhaupt nicht so, wie ich das will. Flattern. Die Leute nehmen mir die Stiche. Ja, die grünen Kärtchen halt flattern. Oh, nicht tun. Warum bummst ihr denn hier alle? Oh Gott, das sieht nicht gut aus für mich. Das ist deiner Christian. Okay, der grüne 1. Ja, warum? Ja, die Trumpf. Ja, aber müssen doch noch mehr Leute Stiche holen und jetzt sind auch noch Trumpf. Peter, kann ich die Peter ist doch schon aber durch. Du musst doch bedienen. Solange wir noch gelb haben, müssen wir bedienen. Und ja, Peter, wenn du Trumpf zwischenlegst, hast du da halt sehr große Chance, noch, dass du dir die holst. Oh. Peter, du brauchst ja noch Trümpfe, ne? Ich hab keine Trümpfe. Du brauchst ja noch, Stiche, sag mal, ne? Ja, 3. Ja. Der braucht jeden. Was hältst jetzt du denn von der Farbe blau? Ja, nix. Ich krieg eh keinen mehr. Ist scheißegal. Also. Das ist nicht gut, Leute. Ram will auch noch einen, Sepp Ram will einen. Jay will keinen mehr, Peter will 2. Ja, ich will noch 3. Ah. Ich chill meine Balls. Ich bin so tot. Guck mal, wie Sepp ganz easy noch 4 Stiche holen kann. Ganz ja, hätte ich auch easy gekriegt. Ja, ist ja locker. Ein bisschen Christian. Ja, dann. Den nehme ich mir wohl. Nice! Danke, Peter! Boah! Grüne Niete, was denn? Ich muss doch nur eine hohe Dulli-Karte haben. Das ist jetzt scheiße. Peter will den mit einer gelben 12, ne? Setz dich jetzt auf die letzte Runde. Warte mal, wer braucht denn hier noch? Sepp braucht noch. Ich brauche auch noch. Peter braucht noch beide. Bram braucht noch einen. Peter braucht noch beide. Bram, du machst das, ja? Also, ich habe mich auf jeden Fall schon verkalkuliert. Bram, du machst das. Ich vertraue auf wenn dich. Du den Zauberer bis zur letzten Runde aufbewahrst, dann können noch andere Leute Zauberer haben. Ram, du machst das. Okay. Nee, das ist gelogen. Nee! Ist gelogen. Willst du keinen haben, Bram? Du bist so ein. Hat Sepp einen Zauberer? Hat Sepp einen Zauberer? Bitte, ein Zauberer. Sepp, das ist deiner. Ich mach ja, Sepp, das ist deiner, wa? Ja, eben, wollte doch haben. Oh, fuck my life. Nee! Warum hast du noch keinen Zauberer? Oh, nee. Nice, Christian! Ist doch gut für dich, Jay. Du hast doch deine Zauberer. Ja, aber der Sepp hätte noch was gekriegt. Was ist denn daran nice, Sepp? Ja, gar nichts. Ich hab alle richtig. Genau, Sepp hätte lieber gefickt werden sollen als Christian. Oh, das war so Punkte. Knapp, ey. Okay, Moment. Wer hat denn jetzt hier richtig überhaupt? Ich und Sepp und Jay. Sepp. Der hat 5. Sepp und Jay, ja. Scheiße. Hat Christian sich den einen mit der 1 ja, vorne in an. Ja, dass ich den mit der 1 kriege, ja, tut mir halt leid, weißt du. Ja, aber das ist doch klar.
Ja, das mit einer 1. Eins daneben ist 0. Ja, Trumpf holt den häufig dann. Sepp ist nicht daneben, ist richtig und kriegt 50. Alter, gut. Muss ich hier voll machen. Ist doch lecker, Leute, ja, fucking ja. Trumpf haben. Ja, auf 200 runter. Auf 200 runter der Bram, weil der hat einen daneben und Jay. Aber ich 170. Richtig. Cool. Muss ich aber jetzt die richtige Böllerrunde raushauen. 170, last round. Sepp führt mit 20. Du kannst Punkten. Auch alle markieren und gruppieren drücken, einfach, das ist viel einfacher. Ich hab ganz gut. Christian ist dran, ja? Ja. Dafür, dass ich in der siebten Runde letzter war, bin ich auch ganz gut nach oben gekommen, ey. Ja, allerdings. Das ist die letzte Runde jetzt, wenn ich das richtig sehe, ne? Ja. Mhm. Das heißt, es gibt 13 Karten? 12. Ja, 12. Meine 12. Ich. Alle Karten quasi weg. Wer teilt aus? Christian. Was ist das denn? Oh Gott. Also es gibt keinen Trumpf jetzt, ne? Korrekt. Aber das, was Christian legt, das ist immer Trumpf für die Runde, ne? Also was der muss erste halt legt. Muss halt bedient werden. Trumpf für die Runde, muss halt bedient werden. Ja, aber ist halt auch die Farbe für die Runde. Logischerweise. Also wir haben jetzt 12 zu verteilen, ne? Boah, das ist übel. Ich kann nicht mehr gewinnen, oder? Nee. Was? Also, Moment, du kannst doch insgesamt gesehen 140 Punkte machen. 140, ja. Meine 12 Tipps. Ja, das heißt, ich kann höchstens noch Vorletzter werden. Das heißt, du musst sagen, im besten Falle, würde ich sagen, 3 solltest du sagen, wenn du nicht Letzter werden willst. Alle zu ficken, sollte ich 12 sagen. Nee, dann fickst du nur dich. Nee, dann fickst du überhaupt gar keinen. Gar keinen. Ja, richtig. Weil wir können dann ja alles sagen danach. Ja, so. Genau. Dann nehme wenn du noch Peter einholen willst, musst du halt mindestens 3 sagen, damit du 50 Punkte kriegst. Und Peter, wenn er ja, ich tippt, weiß, halt aber die 3 kriege ich nicht. Ja, gut. Du darfst aber anfangen mit der für. Farbe, ne? Das ist schon ein Vorteil. Das finde ich voll den Nachteil anzufangen. Ja, warum? Wenn du mit der grünen 13 direkt startest und alle müssen grün legen, dann kann ja, dann, nur ein Zauberer dich schlagen. Ja, eben. Das sind ja auch Zauberer. Das ist ein Vorteil. Ja, aber wie viele Zauberer gibt's eigentlich? 4, glaube ich. 4, glaube ich. Ich hätte jetzt auch 4 gesagt. Ja, das heißt, die sind ja alle im Umlauf. 13 mal 13. Ja, aber am Anfang spielt die eigentlich keiner. Sind 52, wenn ich das richtig gezählt ja, habe. Ja, und dann 2 mal 4. Und 4 Zauberer. Damit 60. Nochmal 3. Das ist eigentlich 3. Theoretisch. Ja, das ist viel zu viel, aber. Mach mal, kann ich auch noch auf 2 wechseln? Mach mal 2, bitte. Komm. Mach mal lauter. Ich tippe einfach darauf, dass Peter um einen daneben liegen wird. Ah, oh, das wird übel. Doppeltes Lakitu klatschen halt. Das und das ist das. Ich nehme 3. Bitte. Das ist auf jeden Fall schon mal hart. Wenn Sepp richtig liegt, hätte er 270 Punkte, was dann bedeuten würde. Nimm 2. Okay. Ich muss einfach nur Bram in die Scheiße reißen. Scheißegal, Jay, natürlich kannst du einem das vorrechnen und so weiter. Plus, wenn ich meine Zahl nicht erreiche, ist das schlimmer. Genau. Als das zu treffen halt. Selbst mit 2 Treffen, wenn Sepp nicht trifft, habe ich ja gewonnen. Und ich schon. Genau, und wenn Bram nicht trifft, dann habe ich gewonnen. Ich muss 3 haben. Er hat halt nur den Advantage, wenn wir beide treffen. Zu holen. Genau. Aber soll ich doch 3 oder 4 gehen? Haben. 3. Will ich 3? Das war auf jeden Fall der taktisch sichere Call. Ja, damit du halt nicht so krass daneben liegst im Zweifel. Ja, genau. Ist halt so 2, oder? Boah, komm! Mama! Oh. Komm, reißen wir mal das Steuer an uns, oder was? Genau. Dann mach mal, Jay. Das ist 5, das ist 3, oder? Das sind 3, das sind 5 sind 7. Aktuell fehlen noch 5. Dann möchte ich mal sagen, ich nehme 4. Wow. Attacke. Interessante Aussage. Einen noch, Peter? Peter kann auch noch. Bei kriegst du doch wohl. Geh jetzt halt alles 0. Risiko oder ich werde halt Dritter, ist auch cool. 0 finde ich aber echt krass mit so vielen Karten. Peter kann mich auch nicht mehr einholen. Ja, komm ey, die 4 schaffe ich doch auch. What? Warte mal, wir sind 3 drüber. Wir haben 15, wir haben 3. Ach du Krieg!
Alles klar, Bram. Holy Moly. Du darfst anfangen. Ja, und nachdem hier alle gesagt haben, 4, 4, 3. Aber ja. Boah, das ist... Das wird spannend, das wird ein spannendes Finale noch. Ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt entwickeln wird. Drei drüber, ich glaube, das ist echt übel. Wobei, nee, Moment. Ich finde das ganz gut. Haut mal eure Zauber raus. Ja, genau. Haut mal eure Zauber raus. Erste Runde kann man das direkt machen. Freu nicht. Wenn ich das ganze Spiel über taktiere. Doch, den nehme ich sogar direkt. Warum nicht? Oh, nicht auf die Hand. Nicht auf die Hand. Womit gehen wir denn dann? Dann gehen wir einfach mal geschmeidig mit einer 1. Ich glaube, ich hätte 0 angeben sollen. Oh, da geht einer mit dem Zauberer. Das war der zweite Zauberer dann, ne? Bleiben nur noch 2. Wenn Peter schon 4 sagt, dann ist es noch ein. Damit oder nicht? Könnte schon gut sein. Ja. Okidoki. 6. Ich gehe mit... Okay. Ein Zauberer geht er. Das war der dritte Zauberer schon. Ja, ja, am Anfang haut die keiner raus. Wir sind in der dritten Runde. Sind alle bisher weggelegt. Ja, ich. Ja, weil so viele Stiche haben wollen. Wir sind 3 drüber. Also muss halt echt deine Zauberer nicht am Ende gegeneinander aufreiben. Aber da meistens das nicht der Fall ist. Es gibt nur noch einen Zauberer im Spiel. Gibt nur noch einen Zauberer, das ist richtig. Das heißt, die 13 Kartenzähler jetzt... haben ihren Vorteil, ja. Gleich ganz schön viel wert, die 13. Stimmt. Ich gehe mal nach grün 9. Grün 9? Ja, grün 10. Das ist meiner. Denn die drei, grünen 13 ist von Christian schon. Ja, wird sind auch mit grün. Ich hoffentlich. Aber Hand. So. Oh, da Zauberer. Keiner mehr einen Zauberer in der Hand hat, hoffe ich einfach. Gönnen wir uns nochmal den hier. Ja. Kann man machen. Jeder. Den nehme ich doch direkt mal mit. My favorite Sith. Das wird eng. Hätte echt 0 sagen sollen. Scheiße. Das Ding. Wer wollte Peter? Bist du eigentlich dran? Peter. Christian ist dran, ich hab schon gelegt. Achso, er. Die 12 liegt da. Ah, lol! Oh Gott, die hab ich gar nicht gesehen. Sorry. Peter war dran mit dir. Ich dachte, du bist noch am Aussuchen. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Das war nicht gut. War nicht gut. Das ist kacke, wenn Peter anfängt, kann ich so schlecht falsch stufen, was die anderen noch legen. Wer knallt mal bitte den Zauberer raus? Ich warte noch auf Brams legen, oder? Ich das richtig sehe. Ja. Mama hat gelegt. Oh, Jake kriegt hier noch so. Noch eine 13, krass. Holy moly. Den will der Peter aber haben. Peter die 13.
Hätte 0 sagen sollen. 8. Holy Macaroni. Ach, Peter, ey. Kriegt Peter auch die Wilke? Guck mal. Ja. Doch, safe. Ich entscheide. Jay entscheidet, okay. Genau. Jay kann den Zauberer legen oder nicht. Ja, eben. Klasse. Peter nur drüber. Ich entscheide, ob ich Peter, ob ich Bram oder Sepp ficke. Das stimmt. Wir sitzen nämlich hinter beiden, das ist richtig übel. Gelbe einzig, Christian. Im besten Fall natürlich beide. Ja, ich bin mir noch unsicher. Ah, komm. Trumpf in der Hand. Darf ich das nur nicht falsch ausspielen? Ja, ich krieg keinen. Scheiße. Könnte nämlich durch Christian... Aus. Damit kommt es aus. Christian könnte das nämlich übel werden. Den gönn ich dir doch, Sepp. Wenn wir, jetzt, wir sind zwei drüber, ich habe zwei zu viel gemacht. Das wird hinkommen. Haben wir nicht drei zu viel? Drei zu viel. Wir haben 15, oder? 9, 10, 11. Stimmt, wir haben 15. Einer wird noch mit mir. Moment. Oh, das war ein bisschen früh. Also sowohl Jay als auch ich müssen noch legen. Oh. Das ist meiner. Ja, Moment. Christian zeigt uns alle seine Karten. Ja, jetzt haben alle. Ich krieg eh keinen Stich. Okay, also so, den bekomme ich auch. Mhm. Also tatsächlich. Ziemlich sicher, wenn. Außer ich habe voll falsch gezählt, das wäre echt dumm von mir. Bram braucht noch zwei, gezählt. Wenn ich das richtig sehe. Ne, einen braucht er noch. Nein. Ja, genauso wie ich. Bram und ich brauchen beide noch einen. Aber ihr braucht beide noch einen, okay. Und wir sind beide gebumst, wahrscheinlich. Mhm. Ja, den haben wir. Sollen wir jetzt gucken, ob ich richtig gezählt habe? Nein! Die 7 ist die Bedienung. Nein! Gelbe 7. Nein! Ja, also gelbe 7. Bram wird den kriegen. Oder? Bram hat doch jetzt noch den Zauberer, oder nicht? Nee. Bram hat keinen Zauberer. Nee, gibt keinen Zauberer. Aber Bram hat vielleicht kein Geld. Bram hat Start. Wer hat richtig gezählt? Wer weiß, was ich hab? Ich hab keine Ahnung. Was du hast. Ich hab nicht mehr mitgezählt irgendwann. Bram gerade. Ja! Ja! Das oder? Nee. Scheiße, das heißt, ich hab den noch gekriegt. Sepp hat zwei, ne? Ich hab zwei. Ich hab gewonnen! Moment. Ja! Jay hat damit 60 Punkte. Alter, wer hat denn jetzt wie viele Stiche, bitte? 20 mehr 30, als ich, ja. Peter hat damit fünf. Gewonnen. Ich hab 5, Peter, schreib mal auf. Viel. Well played. Also, ich bin jetzt bei 40. Du bist zwei daneben, Christian, minus 20. Sepp hat ein zu wenig. Ah, Entschuldigung, Bram, ich hab das zum ersten Mal gespielt. Bram ist, das stimmt nicht, Christian, das haben wir schon mal gespielt mit dir. Ja, aber nicht mit mir. Doch, bei Jay. Ich habe in die Folge reingeguckt. So meintest du. Ja, da hieß das aber anders. Bram, du hattest einen daneben. Das ist ein anderes Spiel. Ja, 190. Hat Jay alles hat richtig gemacht. Ja, 60 Punkte dazu. Das sind 230. Der saß so geil einfach not für die letzte bad. Runde. Ich hab die ganze Zeit auf die, weil ich die höchste Rote hatte, habe ich die ganze Zeit auf spekuliert, dass irgendeiner endlich mal rot legt, weil er noch einen Stich haben will, weil man so viele gab, weißt du, und ich den dann outplayen kann. Und niemand legt die Rote und Sepp legt die in der letzten Runde. Geil. Bitte, ey. Ja, geht's Set, ey. Geil. Das ist doch mal ein schönes Treppchen, das gefällt mir. Pech. Oh, ja. Vielen Dank fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis dann und ciao. Ciao. Tschüss.